Wie kann ich mich selbst mehr wertschätzen und selbstbewusster nach außen sein? Da gibt es 4 Punkte, die ich heute mit dir besprechen möchte. Und es sind sehr, sehr wertvolle Punkte. Wenn du das wirklich jeden Tag in deinen Alltag integrierst und umsetzt, wirst du spätestens heute in einem Jahr zurückschauen und ein anderer Mensch sein. Versprochen, wenn du dranbleibst. Sehr, sehr wertvoll. Der erste Punkt ist deine Selbstgespräche. Beobachte, wie du mit dir selber sprichst. Und es gibt jetzt hier viele Ebenen. Viele von euch denken, ich auch. Ich rede doch gut mit mir. Ja, ich weiß ja, positiv denken und so. Es gibt so viele Bereiche, wo wir immer noch schlecht über uns reden. Wie redest du über deinen Körper, über deine Gesundheit, über deine Fitness, über dein Aussehen, über dein Essverhalten? Wie redest du über Fehler, die du gemacht hast? Wie redest du über deine Vergangenheit, Entscheidungen, die du mal getroffen hast, die vielleicht immer noch Auswirkungen auf dich haben? Viele sind in Anführungsstrichen mit einem falschen Partner verheiratet, weil sie damals eine falsche Entscheidung getroffen haben. Bereust du das immer noch? Machst du dich dafür noch fertig? Und dann erwischst du dich, okay, ich rede doch schlecht über mich. So wie wir im Inneren mit uns selbst sprechen, das strahlen wir nach außen. Und wenn du dir bewusst machst, das ist Spiritualität wieder, dass es gar keine Fehler gibt. Wir haben Entscheidungen getroffen, entsprechend unserer Energie damals. Und deswegen habe ich gerade diese Erfahrung. Aha, okay, interessant. Jetzt gerade fühlt es sich nicht gut an, aber für irgendetwas ist es gut. Persönlich bin ich gerade am Wachsen und am Lernen, mich selbst erkennen, mein Bewusstsein am Erweitern. Was kann ich tun, um jetzt im aktuellen Zustand, wo ich gerade bin, bestmöglichst wertschätzend mit mir selber umzugehen? Wie kann ich das schaffen? Und das sind jetzt Fragen, die du dir stellen kannst, wo dein gesamter Körper, alle Zellen anfangen, nach der Antwort zu suchen. Also anstatt, warum habe ich den Fehler gemacht? Warum bin ich so blöd? Hätte ich das doch nicht gesagt? Dann wäre ich nicht erwischt worden bei der Lüge oder was auch immer. Finde einen Weg für dich, gut mit dir selber zu reden. Und das ist etwas, was wir üben können. Ich übe noch bis heute. Bei vielen Sachen erwische ich mich, dass ich noch schlecht mit mir selber rede. Da immer wieder das direkt zu korrigieren. Direkt in dem Moment, wenn ich merke, dass ich schlecht über mich geredet habe. Nicht auch noch genervt zu sein, oh, jetzt habe ich schon wieder schlecht geredet, sondern es sofort zu korrigieren. Ja? Ich sage mir dann immer wieder selbst, Samma, du bist so süß. Ja? Kann vorkommen, kann passieren. Der Fehler ist jetzt echt ätzend und zum Kotzen, aber es kann vorkommen. Und so mit dir zu reden, ihr kennt das schon, als wärst du dein bester Freund, deine beste Freundin. Wie würdest du diese stärken? Oder du wärst deine eigene Mutter. Wie würdest du dich selber stärken? Du bist dein Engel, ja, der dich beschützt. Wie würde er mit dir sprechen? Und so gestaltest du deine inneren Selbstgespräche. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt Nummer 2 sind Affirmationen. Es gibt Selbstliebe-Affirmationen, die ich mir auch immer noch sage, seit Jahren regelmäßig immer wieder sage, morgens, wenn ich aufstehe und abends, bevor ich schlafen gehe, tagsüber, wenn es mir einfällt. Ich werde dir jetzt ein paar einblenden, vielleicht auch einsprechen. Das sind Affirmationen, die du dir immer wieder sagen kannst. Du kannst auch gerne mit deinem Handy jetzt so eine Bildschirmaufnahme machen von diesen Selbstliebe-Affirmationen. Dann hast du 1, 2 Minuten oder nicht, mach vielleicht eine halbe Minute Affirmationen. Und die hörst du dir jeden Tag an. Du kannst sie dir aufhängen, irgendwo in der Wohnung aufschreiben oder einfach nur innerlich immer wieder selber sagen, immer wieder selber sagen. Der dritte Punkt ist mein liebster Punkt, und zwar dir aufschreiben, was du alles geschafft hast am Tag. Manchmal vergesse ich das zu machen und ich merke, wenn ich das komplett vergesse, wie in mir wieder Selbstgespräche hochkommen, wo ich mich selbst zerstöre, indem ich sage, schon wieder heute nicht alles geschafft, was du machen wolltest. Das nicht und das nicht und das nicht. Also es ist echt, als würde ich mich schlagen mit dem Gürtel, ja. Also der Fokus auf das, was du geschafft hast. Und ich weiß, dass einige mir zuschauen, die dann sagen, ja, aber ich schaffe ja nichts. Ja, ich habe dann, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Kinder und ich schaffe nichts im Alltag. Doch, du schaffst genug. Selbst wenn du nur aufstehst und dich anziehst, schreib dir auf, ich bin heute aufgestanden, habe mich angezogen. Ich habe mein Bestes gegeben, um aufzustehen. Gerade Menschen, die dieses starke, ich habe jetzt vergessen, diese Lethargie haben, diesen nur schlafen wollen, den ganzen Tag im Bett liegen und keine Kraft. Das sind Menschen, die brauchen am meisten Wertschätzung, die brauchen am meisten Unterstützung, weil sie können es nicht anders. Habe selbst Mitgefühl mit dir. Und was helfen kann, ist darüber schreiben. Deine Gedanken dir aufschreiben. Was denkst du über dich? Ja, ich fühle mich so faul. Ich habe nicht die Kraft, meine Wohnung aufzuräumen. Die sieht schon seit Monaten, Wochen, Jahren scheiße aus. Alles aufschreiben. Was macht es mit mir? Wie fühle ich mich? Wie denke ich über mich? Und damit kommst du oft an den Kern, dass du in Wirklichkeit wertvoll bist und dass alles im Außen, was gerade passiert, seine Gründe hat, für die du in dem Moment nichts kannst.
Und so kannst du dich meistens auch aus der Scheiße erst herausziehen, wenn du anfängst, dich selbst zu coachen. Ja, du kannst dich selber coachen, indem du dir selber gute Fragen stellst, darüber schreibst, darüber nachdenkst, was macht das mit mir, wie fühle ich mich, was hätte ich gerne, warum schaffe ich das nicht, warum schaffe ich das, was sind die Gründe, und neutral anschauen, ohne dich schlecht zu bewerten. Das macht ganz viel mit deinem Selbstwert. Der letzte Punkt ist Selbstmitgefühl. Habe Mitgefühl für dein wundervolles Selbst. Vergiss dich nicht im Alltag. Denke immer wieder daran, dass du ein wertvolles Wesen bist und dass du mit dir selber Mitgefühl haben kannst für all das, was du durchmachst in deinem Leben, für all das, wo du gerade bist. Anstatt dich niederzumachen, warum du da bist, wo du bist, habe Mitgefühl dafür, dass du als Seele so stark genug warst, in diesen Körper reinzukommen und auf der Erde hier das mitzumachen. Wir sind auf einem fragilen Planeten, der schmerzhaft sein kann, der sehr unsicher ist. Es gibt hier keine Sicherheit, wo ständig etwas passieren kann, wo du verletzt werden kannst, wo du Fehler machen kannst, wo du diesen Körper verlieren kannst. Also hab Mitgefühl für dich dafür, dass du so stark bist, hier zu sein, an vorderster Front mitzumachen auf diesem Planeten. Wenn du möchtest, dass ich dich begleite, unten ist ein Link, kannst du draufklicken, dann können wir uns connecten und ich gucke, ob ich dir helfen kann oder nicht. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und folge mir auf jeden Fall für weitere Tipps. Gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.